Hi Leute, ich bin's, Marc von German Comic Books. Diese Woche habe ich eine ganze Menge gelesen. Ich habe für euch dabei einmal Twig, dann habe ich Firepower, Band Nummer 4, ich habe Nightwing, das erste Jahr und die Passage. Und das Ganze stelle ich euch direkt nach dem Intro vor. Als erstes stelle ich euch Twig vor. Der ist beim Splitter Verlag als Hardcover-Book erschienen. Umfasst 128 Seiten, kostet 22 Euro. Ist geschrieben von Scotty Young und gezeichnet von Kyle Stram. War ich sehr gespannt drauf. Scotty Young, der macht echt abgedrehte Fantasy-Stories. Fairyland zum Beispiel oder Fairy Tale, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Fand ich schon klasse und war natürlich gespannt, was mich hier erwartet. Zumal mich diese tolle Figur hier so ein bisschen an Stitch erinnert, von Lilo und Stitch. Also so einfach, weil er blau ist und so ein niedliches Monster. Und ich war gespannt, was mich hier für eine abgedrehte Story erwartet. Und die geht auch echt stark los. Und zwar muss Twig in die Fußstapfen seines Vaters treten. Und zwar in dem Job des Vaters. Der Vater war Setzling, ist aber im Zuge seiner Arbeit gestorben und hat es nicht geschafft, jemanden neu auszubilden. Und da Twig derjenige ist, der am meisten an Erzählungen von seinem Vater aufschnappen konnte, hat er somit das größte Wissen und muss jetzt halt die Aufgabe des Setzlings übernehmen. Und wird dann auch zum Job hinbestellt. Allerdings kommt er da auch am ersten Tage direkt zu spät. Der hat einen Begleiter dabei, und zwar den Splat. Das ist so eine Mischung aus, eine Mischung aus Schnecke und Oktopus oder sowas. Also ein echt lustiges Ding. Und die beiden unterhalten sich halt. Und der Charme dieser Geschichte, der basiert natürlich auch auf den Dialogen, die beiden miteinander führen. Und der ist halt immer dabei, klebt auf seiner Schulter wie so ein Papagei, und Twig macht sich halt auf den Weg, um seiner Aufgabe als Setzling gerecht zu werden. Wie gesagt, der kommt halt zu spät, bekommt ein Artefakt gereicht, und dieses Artefakt soll er irgendwo hinbringen. Das erfährt er allerdings von einer Art Propheten, zu dem er erstmal hingehen muss, und der sagt ihm dann, was er da mit zu tun hat, was er für eine Aufgabe hat. Und da nimmt ein Ding nach dem nächsten seinen Lauf, weil er halt an dem Tag zu spät aufgestanden ist, kommt er halt auch zu spät beim Propheten an. Der ist allerdings schon ein bisschen länger verstorben, und so muss Twig sich seine Aufgabe oder das, was er mit diesem Artefakt anstellen soll, irgendwie selber erarbeiten und gerät dabei von einem Abenteuer ins nächste. Und die Geschichte, der trifft dabei auch auf viele interessante Charaktere in einer total abgedrehten Fantasy-Welt. Da gibt es halt einen sprechenden Berg, wo Twig Einlass gewährt wird. Der Zutritt passiert dann über die Zunge, und der Austritt, wo Twig wieder rauskommt, müsst ihr selber lesen. Also da sind echt ein paar lustige Sachen bei, die dann auch noch mathematisch aufgegriffen werden. Da wird da so ein kleiner Gag rausgemacht. Das gefällt mir echt gut. Das Ding hat Humor. Die Dialoge sind lustig, die Welt selber ist total abgedreht, das Artwork ist wirklich traumhaft, ich zeige euch das gleich im Video. Es macht so viel Spaß, diese Panels zu betrachten und in diese Fantasy-Welt einzutauchen. Die Geschichte an sich, dass so eine Art Quest besteht, jemand bekommt ein Artefakt und damit muss was gemacht werden, da erfindet der Autor jetzt nichts Neues. Ne? Also das hat man in irgendeiner Form schon mal irgendwo gesehen, gelesen oder was auch immer. Aber wie es dargestellt wird, die Welt, die ist total abgedreht, hat mich super unterhalten, die Dialoge passten. Und am Ende, finde ich, gibt es auch nochmal einen echt überraschenden Moment, ich verrate euch nicht zu viel, weil ich würde euch damit so ein bisschen triggern oder spoilern, möchte ich an der Stelle nicht machen. Das heißt, ich gehe da nicht weiter drauf ein. Auf jeden Fall gibt es am Ende nochmal einen großen Überraschungsmoment. Und ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund dessen, was am Ende passiert, theoretisch nochmal die Möglichkeit besteht, eine komplett andere Geschichte in diesem Universum anzusiedeln oder reinzubauen. Ich bin gespannt, ob da eventuell noch was nachfolgt oder ob das wirklich ein losgelöster Band ist. Die Geschichte an sich ist abgeschlossen, aber wie gesagt, ich möchte euch nicht zu viel verraten, weil ich möchte niemanden spoilern. Aber mir hat das Ding super gefallen. Vom Humor her passte das. Das passt auch für mich als erwachsenen Leser. Also wenn man das Artwork erstmal sieht, die Figuren da drauf sieht, die sehen halt niedlich aus, und das könnte ein reiner Kindercomic sein, ist es aber nicht. Also hier geht es auch teilweise ordentlich zur Sache. Da gibt es halt auch Kämpfe zwischendurch, und
einen bösen Charakter, der halt auftaucht und mit dem es Twig auch nochmal mehrfach zu tun bekommt. Aber wie gesagt, diese Kombination, diese Kombi aus dem Splat und dem Twig, wie die zusammenarbeiten, das macht einfach tierisch Spaß. Auch diese, wie gesagt, Mischung aus Schnecke und Oktopus, die ist halt total dehnbar beweglich. Das heißt, die wird dann auch genutzt, um irgendwelche so Art Nashörner oder sowas irgendwo hochzuziehen. Also während Twig halt drückt am Nashorn hintern, um das irgendwo hochzubewegen, ist halt dieser Oktopus mit seinen Verlängerungsarmen quasi dabei, das Nashorn auch hochzuziehen und wird auch als Fallschirm missbraucht und weiß der Kuckuck was. Also total abgedrehte Sachen, die optisch grandios dargestellt sind, und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal kurz direkt an. Ja, gezeichnet von Kyle Stram und koloriert von Jean-François Beaulieu, ist das Ding wirklich absolut bombastisch vom Artwork. Schaut euch bitte diese fantasievollen Zeichnungen und Bilder an. Also eine ganz eigene Welt mit einem super niedlichen, aber auch interessanten Artwork. Also es macht einfach Spaß, darin zu versinken. Jedes Panel ist ein Kunstwerk für sich und könnte einfach so als Poster gedruckt werden. Also ich finde es mega stark und mich hat das total beeindruckt. Ja, das Artwork habt ihr jetzt gerade gesehen. Ich finde es total genial. Ich mag diese Welt. Ich mag den Stil. Das ist total bunt abgedreht. Macht einfach mega viel Spaß. Die Figuren da drin überzeugen mich. Wie gesagt, die Story an sich erfindet das Rad nicht neu, aber am Ende gibt es halt einen schönen Twist. Die Dialoge, die Buddy-Comedy, die stimmt hier, tolle Charaktere eingebaut. Deshalb ist das Ding in meinen Augen eine fette Empfehlung. Lohnt sich sowohl für jüngere als auch ältere Leser. Ich denke, hier hat jeder seinen Spaß dran. Der Band bekommt von mir aktuell 8 von 10 möglichen Punkten. Ganz, ganz stark. Und wie gesagt, die Stärke dieses Bandes ist ganz klar das Artwork. Das muss man einfach dazu sagen. Ist aber ein Augenschmaus und von daher kann ich das Ding wirklich wärmstens empfehlen. Dann habe ich Firepower 4 gelesen. Der ist beim Crosskite Verlag als Hardcover-Book erschienen. Umfasst 144 Seiten, kostet 22 €. Geschrieben ist das Ganze von Robert Kirkman, dem Schreiber der Serie Walking Dead, und gezeichnet von Chris Samnee. Diejenigen, die bisher vielleicht noch keine Review dazu gesehen haben, beziehungsweise die ersten drei Bände auch noch nicht gelesen haben, schaut euch das besser in meinen vorherigen Videos an, damit ich euch an der Stelle jetzt nicht spoilere. Ansonsten skippt ihr einfach ein Stück vor, weil ich auf den Inhalt der ersten drei Bände so ein bisschen eingehen muss, um zu erzählen, wo wir hier losstarten. Okay, wir starten direkt. In dem Band oder zum Ende des dritten Bandes hätte die Reihe ja fast fertig sein können. Owen Johnson hat es geschafft, die beiden Clans wieder zu verbünden, hat das Böse, den Verursacher dieses Mysteriums besiegt oder fast besiegt, nicht ganz besiegt, man weiß es nicht. Da war ja diese merkwürdige Schlangenfrau im Flugzeug, die sich dann aber wieder aufgelöst hat und verschwunden war. Und am Ende wurde auch schon diese Statur so gezeigt, sodass man sich denken konnte, naja, irgendwas kommt da noch. Und genau so ist es auch. Der gute Owen ist mit seiner Familie wieder nach Amerika zurückgekehrt in sein normales Familienleben. Und ja, die sind einfach dabei, wieder in den Alltag reinzukommen. Allerdings gestaltet sich das so ein bisschen schwierig, weil die beiden oder die Familie halt feststellt, dass deren Tochter auch die Gabe besitzt, Feuerbälle zu erzeugen, also Feuer zu erzeugen, Feuerbälle zu schießen. Allerdings ist sie gerade in der Lernphase und kann das noch nicht so wirklich gezielt einsetzen. Kaum hat sie diese Fähigkeit, taucht plötzlich diese mysteriöse Schlangenfrau auf, die Owen schon im Flugzeug angegriffen hat, und fängt plötzlich an, die Tochter anzufallen. Zum Glück ist die Mutter da, kann so ein bisschen zur Seite stehen, bekommt aber auch Schwierigkeiten, und dann taucht ganz überraschend Owens verflossene Ex auf, die aus dem Baum springt und sich um die Schlangenlady kümmert. Ja, und das wirft natürlich gerade bei uns Frau eine ganze Menge Fragen auf, warum die vermeintlich tote Ex plötzlich lebendig vor ihr steht. Und Owen muss ihr gestehen, dass er das ja wusste. Er hat es zum Ende des dritten Bandes ja irgendwann erfahren, hat es aber nicht übers Herz gebracht, das seiner Frau zu gestehen, was dann natürlich auch zu, ja, ich sag mal, zu leichten Problemen in der Beziehung bei den beiden führt.
und so einen kleinen Vertrauensbruch darstellt. Das berappelt sich allerdings wieder. Die kommen gar nicht dazu, sich richtig auszusprechen oder die Sache aufzuklären, weil in der Zwischenzeit, wo das halt in Amerika geschieht, ist es so, dass die den Kontakt zu den Clans verlieren. Die sind nämlich plötzlich nicht mehr da, weil die plötzlich von Schlangen angefallen werden. Das heißt, diese komischen, mysteriösen Schlangen tauchen auf und übernehmen den Besitz der Person. Also die werden davon gebissen, sobald der Charakter gebissen wurde, gehorcht er halt dieser bösen, finsteren Macht, wo immer die auch herkommt. Und dann macht sich die Familie Johnson natürlich auf den Weg zu den Clans, um herauszufinden, warum die den Kontakt verloren haben, die nicht mehr erreichen können, und versuchen das Ganze aufzuklären. Und da geraten die dann natürlich in die richtige Action rein, weil die beiden Clans, gesteuert durch diese Schlangen, wieder einen Kampf aufnehmen und versuchen, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Und dann wird auch das endlich freigesetzt, was im dritten Band dann auch angedeutet wurde. Und zum Ende des Bandes eskaliert hier wirklich alles. Also alles das, was wir vorher gedacht haben, was eventuell passieren könnte und was man geahnt hat, was dort existiert, das aber nie richtig bewiesen wurde, nie gezeigt wurde, all das wird hier in diesem Band zum Ende aufgelöst, beziehungsweise kommt dann zutage. Und ich bin jetzt natürlich mega gespannt, wie das weitergeht, weil hier zum Ende gipfelt diese Action so grandios. Und ich als Leser stehe jetzt da und möchte wissen, wie geht's weiter, und warte jetzt einfach auf den nächsten Band. Absolut genial, ganz, ganz fesselnd und spannend erzählt. Großartige Geschichte, die jetzt wirklich Tabula Rasa macht und endlich damit auftrumpft, mit dem, was vorher halt nur alles angedeutet wurde. Und ich bin, ihr merkt es, mega gespannt, wie es weitergeht. Bevor ich aber eine abschließende Wertung des Bandes abgebe, würde ich sagen, schauen wir auch hier einmal ins Artwork. Ja, auch der vierte Band ist wieder gezeichnet von Chris Samnee und koloriert von Matt Wilson. Schaut euch bitte dieses grandiose Artwork an mit diesen relativ minimalistischen Gesichtern, die gezeichnet sind, aber trotzdem so viel Ausdruck in den Gesichtern, absolut großartig. Dazu diese extrem dynamischen Kampfszenen, wenn man also ins Geschehen gerissen wird, und wenn es da in der Action richtig zur Sache geht, ist man als Leser komplett eingesaugt in den Comic und in der Situation und kann das einfach nur auf sich einwirken lassen und genießen. Ich finde es wirklich großartig. Ja, das Artwork habt ihr gesehen, absolut genial. Ich mag den Zeichenstil von Samnee. Super dynamisch, das Ganze in Verbindung mit dieser schnell erzählten Geschichte, diese großartigen Zeichnungen mit ganz, ganz viel Ausdruck. Das macht so viel Spaß und zieht einen so in die Story rein, und man liest den Band so schnell weg. Also so schnell habe ich selten einen Comic durchgelesen. Und das macht einfach Spaß. Man ist sofort in der Geschichte drin, ganz, ganz flüssig geschrieben. Das ist halt Kirkman, der kann einfach schreiben und bringt die Sachen hier wirklich auf den Punkt. Und da passt alles. Also das Ganze gipfelt, wie gesagt, zum Ende in Action. Und ich bin mit offenem Mund, stehe ich da und möchte einfach nur wissen, wie geht's jetzt weiter? Und darauf warte ich jetzt. Die Reihe bekommt aktuell von mir 9 von 10 möglichen Punkten. Also das Ding ist eine richtig fette Pflichtlektüre. Schaut in diese Serie, falls ihr es bisher noch nicht gemacht habt. Unbedingt reingucken. Ganz, ganz fette Empfehlung. Dann habe ich Nightwing das erste Jahr gelesen. Der ist beim Panini Verlag als Softcover Paperback erschienen. Kostet 19 Euro, hat 156 Seiten, meine ich. Gibt es auch nochmal als Hardcover. Und ich muss gestehen, ich fand die Bände Robin das erste Jahr, Batgirl das erste Jahr wirklich sehr, sehr stark. Deshalb habe ich hier natürlich auf einen ähnlich starken Band gehofft. Geschrieben ist das Ganze auch von Scott Betty und Chuck Dixon, gezeichnet von Scott McDaniel. Und muss allerdings gestehen, dass mir der Band zeichnerisch nicht so gut gefallen hat wie die anderen Bände. Und auch von der Erzählweise oder von der Erzählung her mich dieser Band nicht so gecatcht hat wie die anderen beiden Bände. Ich versuche das mal kurz zu erläutern. Und zwar
ganz am Anfang in diesem Band treffen wir halt auf Batman und Robin, die dabei sind, mit Clayface sich anzulegen, weil er ein Baby entführt hat, und die versuchen halt, dieses Baby zu retten. Robin taucht dabei irgendwie zu spät zur Rettung auf, und dann gibt es dann halt auch relativ schnell Knie zwischen den beiden. Und die zerstreiten sich dann, und Robin sollte eigentlich ein neues Kostüm bekommen, wird dann aber von Batman quasi rausgeschmissen. Er sagt halt, okay, du bist gefeuert, du bist nicht mehr Robin. Also macht sich Dick Grayson auf den Weg und verlässt wirklich das Wayne Manor, sehr zum Verdruss von Alfred. Und der versucht dann selber irgendwie einen Weg zu finden, wieder klarzukommen. Hat halt kurz überlegt, ob er wirklich ein ganz normales Leben führen soll oder weiterhin als Superheld in irgendeiner Form tätig ist. Wobei ihm Batman natürlich sämtliche Ausrüstung untersagt hat bzw. weggenommen hat, sodass er komplett mittellos quasi dasteht und nicht mehr auf die ganzen super Features zugreifen kann, die er natürlich durch Batman genossen hat. Und der entschließt sich dann halt zu seinen Wurzeln zurückzukehren und landet dann wieder bei Hallys Zirkus, wo seine Eltern damals halt auch schon gearbeitet haben. Und kennt dann natürlich noch ein paar Leute und nimmt dann halt Kontakt auf und versucht sich da wieder als als Hochseilkünstler. Und stellt dann aber auch fest, dass er es dabei nicht belassen möchte, sondern halt auch weiterhin Verbrechen jagen oder Verbrecher jagen möchten. Und das macht er dann halt mit seinem Nightwing-Kostüm in Anführungsstrichen, was er vom Zirkus erhält, weil wenn ein Zirkus als Artist auftritt, braucht er natürlich ein Kostüm. Und da bekommt er dann so ein einfaches Nightwing-Kostüm, in das er dann halt schlüpft, um quasi Verbrecher-Ding festzumachen. Muss allerdings auch feststellen, dass in der Zwischenzeit Bruce nicht lange fackelt, sondern einen neuen Robin-Ersatz plötzlich da hat und da wirklich mit diesem Robin-Ersatz sofort ins Eingemachte geht. Und die beiden treffen dann irgendwann auch aufeinander. Das ist nämlich kein geringerer als der gute Jason Todd, der neue Robin nach Dick Grayson wird. Und die beiden geraten dann im Zuge eines Tests, den Bruce den neuen Robin unterziehen möchte, geraten die dann zusammen in Schwierigkeiten, weil das Ganze so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Da hat dann auch noch ein vermeintlicher Two-Face seine Finger im Spiel und ein neuer Gangster, der in der Stadt neu auftaucht. Da möchte ich euch jetzt aber auch gar nicht groß spoilern und auf die Geschichte weiter eingehen. Die ist vollkommen okay, die war nett erzählt. Hat mich aber nicht so richtig gecatcht. Was halt hier wirklich so ein bisschen dargestellt wird, ist einfach dieser Streit, der zum Zerwürfnis von Nightwing bzw. von Dick Grayson und Bruce Wayne geführt hat. Und das ist das Einzige, was hier so ein bisschen, ich sag mal, so einen auf der Gefühlsebene abgeholt hat. Dann natürlich die Problematik, dass Batman den guten Dick so schnell durch jemand Neues ersetzt hat und so schnell Ersatz für ihn gefunden hat. Auch das holt einen gefühlstechnisch auch erstmal wieder ab. Ist aber für den, geneigten Batman-Leser nicht wirklich neue Informationen. Das sind also alles Sachen, die wir schon in irgendeiner Form wussten und kannten. Von daher war das jetzt auch nicht überraschend. Das war handwerklich gut dargestellt, die Geschichte war gut erzählt. Da gibt es nichts zu kritisieren, aber es ist halt nichts, was mich in irgendeiner Form gecatcht hat oder besonders überrascht hat. Anders als bei den anderen Bänden. Da fand ich die Erzählweise irgendwie ergreifender, da hat mich mehr gepackt und die Zeichnung fand ich auch viel besser. Die fand ich in diesem Band wirklich nicht so gelungen, hat mir vom Artwork her nicht wirklich gefallen. Ich zeige euch das mal kurz in einem Artwork-Video, da könnt ihr das ja einfach selber beurteilen. Ja, gezeichnet ist der Band von Scott McDaniel. Als Tuscher haben wir hier Andy Owens und als Kolorist Gregory Wright. Das ist vom Artwork her grundsätzlich nicht schlecht. Aber die groben Outlines, die wir hier sehen, die teilweise sehr, sehr dick sind und finde ich persönlich etwas überzogen, sodass es mir das teilweise an Details fehlt und das wird irgendwie versucht wettzumachen durch teilweise relativ große, dicke Striche und Outlines und mir gefällt dieser Stil einfach nicht. Ich werde nicht richtig warm mit, ich kann gar nicht genau definieren, warum, aber hat mich nicht so richtig gecatcht.
Ja, das Artwork habt ihr jetzt gerade gesehen. Gefällt mir persönlich nicht so. Wie gesagt, handwerklich ist der Band natürlich gut gemacht. Das Artwork, denke ich, ist auch vollkommen okay, aber es ist nichts, was mich wirklich gecatcht hat, kommt an die Qualität der vorherigen Bände aus diesem Genre nicht so richtig ran. Deshalb bekommt der Band von mir aktuell nur 6,5 von 10 möglichen Punkten. Also was man lesen kann, aber wo man auch nicht wirklich was verpasst und es kein Muss ist, diesen Band zu lesen. Dann habe ich Die Passage gelesen. Das ist beim Splitter Verlag als Hardcover Book erschienen. Kostet 19,80 €, hat 96 Seiten, 96 oder 98, packe ich das unten im Link, die Info rein, dann könnt ihr das auf jeden Fall nachlesen. Geschrieben ist das Ganze von keinem geringeren als Jeff Lemire und gezeichnet von Andrea Sorrentino. Die beiden haben natürlich schon Erfahrung zusammengesammelt in ihrer Reihe Gideon Falls, was natürlich auch eine Gruselreihe ist und genau das soll das hier auch sein. Das heißt, wir bekommen hier eine gruselige Kurzgeschichte geliefert. Das ist so ein neues Konzept. Das heißt, es ist eine Reihe, wo entsprechende Kurzgeschichten, Gruselgeschichten veröffentlicht werden, die für sich genommen dann auch abgeschlossen sind. Und genau das bekommen wir hier in diesem Band geliefert. Und ich bin gespannt oder war gespannt, was mich in dem Band erwartet. Die Erwartungshaltung von mir war natürlich sehr hoch, weil, wie gesagt, die beiden wirklich eine immense Erfahrung mit Gideon Falls haben. Und ich muss euch sagen, der Band hat mich sofort in den Band gerissen. Sowohl von der Erzählweise der Geschichte als auch vom Artwork. Da passt wirklich alles sowas von perfekt zusammen. Ich versuche mal grob zusammenzufassen, worum es hier geht. Wir treffen hier auf einen jungen Geologen, den John Reed, der zu einer Insel gebracht wird, wo eine ältere Bewohnerin namens Cell halt lebt, die sich dort um die Wartung und den Betrieb eines Leuchtturms kümmert. Das Ganze ist eine ganz, ganz kleine Insel, die halt mitten auf dem Meer steht. Er wird halt mit einem kleinen Schiff zu dieser Insel gefahren. Bei der Überfahrt merkt man auch schon, dass der John Reed Probleme mit Wasser hat. Er hat nämlich in der Vergangenheit ganz, ganz schlechte Erfahrungen mit dem mit Wasser gemacht, in welcher Form und wie, möchte ich euch an der Stelle nicht spoilern, weil das halt Teil dieser Gruselgeschichte ist. Und der kommt dann irgendwann bei der Insel an, der Fahrer oder der Kapitän mit seinem Boot, der verschwindet dann halt auch wieder, nachdem er relativ mürrisch von der guten Cell begrüßt wurde. Und die beiden wollen natürlich direkt über das Problem auf dieser Insel sprechen, weshalb der John Reed ja dorthin gekommen ist, um das Ganze zu untersuchen. Und zwar ist auf der Insel von einer Nacht auf der anderen ein riesiges Loch entstanden, was Kerzen gerade hinunterführt, wie ausgeschnitten aussieht und in dem Gestein einfach da ist. Da ist kein Gestein beiseite geschüttet oder sonst was, es ist einfach ein Loch da, was plötzlich da war. Und das versucht der Geologe herauszufinden, was das für eine Ursache hat. Er macht also erstmal so eine Probe mit dem Stein, wie tief es in das Loch runtergeht, merkt allerdings nichts, stellt nichts fest. Also holt er technische Hilfe, er hat eine Flugdrohne dabei, mit der er dann halt in dieses Loch abtaucht, runterfliegt, um zu messen, wie weit das runtergeht. Plötzlich verliert er allerdings den Kontakt zur Drohne, hat aber vorher auf dem Bildschirm über die Kamera, die dort befestigt war, etwas Merkwürdiges gesehen und traut seinen Augen auch nicht so richtig, was er da gesehen hat. Es sind dann plötzlich auch Vögel zum Himmel aus diesem Loch emporgetreten, hochgeflogen und er ist erstmal kreidebleich. Und die gute Cell sagt dann, okay, du hattest eine lange Anreise, komm, leg dich erstmal hin, schlaf eine Nacht und dann gucken wir morgen nochmal in Ruhe. Und ja, der gute John versucht dann nachts zu schlafen. Die Cell überlässt ihm seinen Schlafplatz in der Hütte, weil sie selber halt sagt, sie übernachtet im Leuchtturm. Und irgendwann wird John dann halt morgens wach und stellt halt fest, dass die Cell nicht im Leuchtturm ist. Der versucht sie zu wecken, sie ist nicht da und sieht dann auch, wie sie nachts da an dem Loch steht, splitterfasernackt und davor ist und irgendwas babbelt. Was ihm natürlich schon komisch vorkommt. Und der versucht dann halt weiter herauszufinden, was es mit dem Loch auf sich hat. Allerdings ist Cell nicht mehr so richtig sie selbst. Was dann genau passiert zwischen den beiden Vorfällen und was Teil dieser Gruselgeschichte ist, möchte ich euch an der Stelle aber auch gar nicht weiter erzählen oder darauf eingehen, weil damit würde ich euch natürlich sowohl die Spannung nehmen, als euch auch spoilern, weil das wirklich eine Kurzgeschichte ist. Ist aber erzählerisch absolut dicht, die Dialoge sind großartig und man wird durch die Bilder richtig mit in diese beklemmende Szenario reingezogen, was auch Ursprünge hat
und nachher ein Knoten bildet, beziehungsweise eine runde Sache wird mit der Vergangenheit, die John Reed widerfahren ist. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle und ja, alles. Er wird sehr, sehr viel mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Ich will da nicht näher drauf eingehen, weil ich würde sonst zu viel erzählen und euch spoilern. Aber das Ding ist wirklich grandios geschrieben, absolut großartig gezeichnet und ich würde sagen, das schauen wir uns am besten jetzt mal eben an. Ja, das Zusammenspiel von Künstler Andrea Sorrentino, dem Zeichner, und David Stewart, dem Koloristen, ist auch wirklich großartig. Ich mag den Panelaufbau. Schaut euch das bitte an, die Perspektive von oben aufs Loch von unten. Wir haben eine Seitenperspektive auf die Figuren mit Nahaufnahmen in den Gesichtsausdrücken, wenn es wichtig ist. Dann haben wir jetzt gleich die Vogelperspektive über den Vögeln, die übers Meer schweben, mit der auf dem Meer treibenden Leiche. Wirklich Sonnenbild sich auszudenken, absolut hervorragend. Und auch immer wieder wird mit bestimmten Strukturen gespielt. Hier spielen Kreise eine große Rolle, die immer wieder auf dieses Loch aufmerksam machen. Auch hier der Panelaufbau. Der Kreis ist wirklich das Stilmittel, was hier genutzt wird. Der Panelaufbau ist absolut gigantisch, passt perfekt zur Erzählung und reißt einen als Zuschauer in diese extrem düstere, spannende Geschichte rein, dass man am Ende wirklich mit einem offenen Mund dasteht, und das ist absolut großartig und hat mir hier super gefallen. Ja, das Artwork habt ihr jetzt gerade gesehen. Das ist genau passend zur düsteren Story. Man wird mit jedem Panel mehr in die Story reingezogen, einfach aufgrund dieses genialen, wegen dieser genialen Komposition von Bildern, vom Layout. Das passt so gut zusammen. Man merkt, die beiden sind ein richtig eingespieltes Team und man ist total in der Story und wird damit reingerissen und durchgespült, durchgedreht, und am Ende ist man da und denkt sich, boah, was ist das? Und dieser Moment war absolut genial, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ganz, ganz starke, spannende, gruselige Kurzgeschichte. Davon bitte gerne mehr. Also richtig stark, das Ding bekommt von mir 9 von 10 möglichen Punkten. Richtige Pflichtlektüre, wenn ihr auf gruselige Sachen steht. Lest hier unbedingt rein. Das Ding ist, wie gesagt, komplett losgelöst, abgeschlossen für sich. Man ist da schnell durch und das macht so einen Spaß und ist so, so düster und einnehmend, absolut gigantisch. Also ganz, ganz, ganz starker Band. Das war's auch schon wieder. Wir sind durch. Wenn für euch was Tolles dabei war, freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ansonsten, falls ihr mich noch nicht abonniert haben solltet, gerne auch ein Abo dalassen. Wenn ihr was zu den Bänden sagen wollt, schreibt das bitte in die Kommentare. Ich versuche auf jeden Fall darauf einzugehen. Sollten wir uns da nicht hören oder voneinander lesen, wünsche ich euch natürlich wie immer ein schickes Wochenende. Viel Spaß beim Lesen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.